Gott schickt nicht die guten Menschen in den Himmel und die schlechten in die Hölle. Wie ist das eigentlich mit dem Himmel und der Hölle? Davon hört man irgendwie immer in Filmen, man liest davon, in der Bibel steht auch irgendwie was davon und die Christen über die Jahrhunderte haben Leuten Angst gemacht mit der Hölle. Was ist das eigentlich, die Hölle? Das haben viele von euch gefragt. Und das finde ich eine wirklich, wirklich spannende Frage, für mich auch. Manchmal hat man ja den Eindruck aus solchen Filmen, Hölle ist irgendwie das, wo die wirkliche Party kracht, dass man da die ganzen Sachen machen darf, die diese Langweiler im Himmel irgendwie nicht dürfen. Ist das wirklich so? Ganz spannend, wenn man die Bibel liest, ja, da ist wirklich von der Hölle auch die Rede. Jesus redet sogar davon. Aber er spricht davon, dass da, wo Gott ist, dass da Glück ist und dass da unser Leben aufblüht, dass Liebe da ist und Freundschaft und all die guten Sachen, nach denen wir uns so sehr sehen. Und dass wir das auf dieser Welt auch nur haben, weil Gott uns das gibt, egal ob wir an ihn glauben oder nicht. Das bedeutet, die Hölle ist der Ort, wo all diese Sachen nicht sind. Die Hölle ist eigentlich der Ort, wo Menschen verzweifelt sind, wo absoluter Hass herrscht, wo nichts von Liebe zu spüren ist. Die Hölle ist der Ort, wo Gott und damit all das Gute eben nicht ist. Klingt mir, um ehrlich zu sein, nicht nach einem Ort, wo ich gerne wäre. Theologen sind sich auch ein bisschen uneinig darin, was die Hölle jetzt eigentlich genau ist. Manche sagen, ja, da werden Leute irgendwie ewig, in Ewigkeit gequält und erleben immer diese Verzweiflung. Andere sagen, naja, wenn Gott nicht da ist, dann kann es da eigentlich auch gar kein Leben geben. Also hört man dann vielleicht einfach auf zu existieren. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, hey Gott, der ist aber doch die Liebe. Und die wird sich am Ende durchsetzen. Wird es nicht vielleicht so sein, dass am Ende gar niemand in der Hölle ist, sondern alle bei Gott sind? Ich weiß es nicht ganz genau. Die Frage ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass Gott uns einlädt. Dass Gott uns einlädt in die Beziehung zu ihm. Dass er will, dass alle bei ihm sind. Und Liebe bedeutet aber immer, dass Gott uns auch Freiheit gibt. Gott ist ein Gentleman. Ich glaube, der wird nicht am Ende unseres Lebens zu den Leuten, die sagen, nee, mit Gott will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, auf den habe ich echt absolut keinen Bock, sagen, hey, jetzt musst du aber doch die Zeit mit mir verbringen. Also Hölle ist nicht was, wo Gott Leute hinschickt, sondern Hölle ist da, wo Menschen sich selbst hinschicken. So ein bisschen der Selbstausschluss des Menschen von der großen, gewaltigen Liebe Gottes. Und da ist die Frage, ganz persönlich auch an jeden von uns, hey, ist diese Liebe, die Gott uns anbietet, das geniale Leben, was er uns gibt, es nicht wert zu sagen, ja, das will ich möchte zu diesem Gott gehören. Ich persönlich erlebe, dass das jetzt schon mein Leben so enorm bereichert und dass ich nicht ohne Jesus leben will. Und das Spannende an Jesus ist eben, dass er den Tod besiegt hat, dass er mir die Hand hinreicht und mich durchzieht vom Tod ins Leben. Das nennen dann viele Himmel. Manche stellen sich unter Himmel vor, dass wir da irgendwie wie Engelchen auf einer Wolke sitzen, dass wir jeden Tag irgendwie Harfe spielen müssen, zur Chorprobe müssen, um ehrlich zu sein. Das würde mich jetzt nicht so sehr anfixen, klingt mir relativ langweilig. Wenn die Bibel über Himmel redet, dann ist aber damit noch was viel, viel Genialeres, was viel Größeres gemeint. Dann ist das eben der Ort, wo alles wiederhergestellt wird. Das ist der Ort, wo Mensch und Tier und Menschen mit anderen Menschen wieder ganz eng und tief zusammenleben werden, in Harmonie. Da wird es keinen Streit geben, kein Leid. Niemand wird weinen müssen, weil irgendwas Schlimmes passiert, sondern Gott wird wirklich alles gut machen. Und vor allem ist das der Ort, wo wir ganz, ganz eng mit Jesus zusammen sein werden. Hey Jesus, der verspricht uns so Sachen wie, dass er uns Wohnungen baut im Himmel. Ich freue mich schon auf mein Zimmer im Himmel und ich erzähle Gott immer mal wieder, was ich da gerne alles drin hätte. Zum Beispiel Margariten auf meinem Balkon. Himmel ist der Ort, auf den du dich so freuen kannst, wie auf lange Ferien nach der Schule oder wie auf den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft oder wie auf die allererste Liebe. Das sind alles super Sachen, aber Gott sagt, hey, das, was ihr erleben werdet, wenn ihr ganz eng mit mir zusammenleben werdet, das ist noch so viel besser, das übersteigt alles Glück, was wir je erleben werden. Für mich ist das eine Hoffnung, die mich jetzt schon durchträgt. Dass ich weiß, darauf laufe ich zu, mein Leben geht eben nicht bergab. Und selbst wenn ich sterbe, ist das nicht das Ende, sondern da gibt es etwas viel Gewaltigeres, das auf mich wartet. Jesus selbst wartet auf mich. Wow! Ganz viele Menschen werden da sein, die ich so liebe. Ich werde mich nie wieder verabschieden müssen, sondern wir werden zusammen feiern und Jesus wird da sein. Darauf freue ich mich so sehr. Das sind für mich geniale, gewaltige Aussichten. Manche haben gefragt, hey, aber was muss ich tun, um dahin zu kommen?
Also, was ist, wenn mein Glaube nicht ausreicht oder all diese Sachen? Das Spannende an Jesus ist, dass er sagt, hey, ihr müsst dafür nichts tun. Ihr müsst nicht irgendwie bessere Menschen werden. Gott schickt nicht die guten Menschen in den Himmel und die schlechten in die Hölle. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dann würde keiner von uns den Test bestehen, weil ich zumindest mache immer wieder, ja, vielleicht auch ein paar ganz gute Sachen, aber immer wieder verletze ich andere, ich lüge, ich bin nicht gut von mir aus. Ich glaube nicht, dass ich den Himmel verdient habe. Aber Herr Jesus sagt, du musst den Himmel auch gar nicht verdienen, sondern ich verdiene ihn für dich. Jesus hat alles getan und egal wie dein Leben aussieht, egal welche Verletzungen du mit dir rumträgst, egal wo du andere verletzt, was du getan hast in deinem Leben, Jesus lädt dich ein. Er sagt, ich bringe das alles in den Tod, ich trage das am Kreuz, damit du mit mir in Ewigkeit zusammenleben kannst, damit du ja an diesen Ort kommst, wo Gott ist und wo all das Gute ist. Dafür musst du nichts Besonderes leisten, du musst auch nicht einen besonderen Glauben haben, sondern es reicht, wenn du ja sagst zu Jesus. Ja, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue nicht mehr auf mich und das, was ich schaffe, um mich irgendwie in den Himmel zu bringen, sondern ich vertraue darauf, was du schon getan hast. Und das reicht. Willst du ja sagen zu diesem Jesus? Vielleicht hast du da noch weitere Fragen zu. Hey, dann frag uns gerne. Auf unserem Insta-Account jesushaus_official, da sind Leute, die gerne weiter mit dir darüber reden, die alle deine Fragen total gerne beantworten. Du kannst auch unseren Kanal weiter abonnieren und die nächsten Videos schauen. Denk dran, die Glocke anzumachen, dann kriegst du immer eine Info, wenn wir wieder ein Video droppen.